Die Nachtwölfe fahren nun doch durch Deutschland und was eigentlich überhaupt keine große Story ist, dass ein Biker-Korso durch die Straßen brummt, mischt die deutsche Medienlandschaft ziemlich auf. Die Bild stellt die Frage, wieso dürfen die Rocker auf Deutschland-Tour gehen? Förmlich entsetzt, ich stelle einfach mal die Frage, warum nicht? Die Biker mussten nicht nur ihre Tour komplett umändern, sondern mussten sich sogar aufteilen, damit sie nicht als Nachtwölfe-Konvoi auffallen. Einige sind über Österreich nach Deutschland eingereist, ganze 30 Beamte waren mit dem Sicherheitscheck der Biker beschäftigt. Noch einmal, Putins Biker, zumindest die, die nicht an der Grenze abgewiesen wurden, sorgen für ziemliche Furore in der deutschen Medienlandschaft und die Leser der Zeit stellen berechtigte Fragen zu der journalistischen Formulierung. Die Putin nahestehenden Biker, gehören sie zu Putins Beraterteam? Wie wird man eigentlich Putin nahestehend? Ja genau, wie wird man zu einem Biker, der Putin nahesteht? Vermutlich genauso, wie man zu einer Moderatorin wird, die Putin nahesteht, mit ganz viel Glück und noch mehr harter Arbeit. Ein anderer Leser schreibt, die Biker leisten einen großen Beitrag zur Völkerverständigung und wie man sieht, läuft das alles noch friedlich ab und die einzigen, die einen Akt aus der Gedenkfahrt der Biker machen, sind die deutschen Medien und Behörden. Und ganz zum Schluss deckt ein Leser einen offensichtlichen Doppelstandard auf. In meinen Augen machen sich diese Regierungen lächerlich. Auf der einen Seite erlauben sie schwer bewaffneten amerikanischen Panzerkolonnen durch Osteuropa zu fahren und drehen fast durch wegen ein paar unbewaffneten russischen Biker. Ja, Freunde Putins sind nun mal Feinde des Landes, bisschen dramatisch und lächerlich, genauso wie die deutsche Berichterstattung zu diesem Thema. Mehr dazu findet ihr zur russischen Invasion, findet ihr auf unserer Seite rtdeutsch.com. Mit ihrer sogenannten Speerspitze von 30.000 Mann will die NATO spätestens ab 2016 versuchen, Russland weiter einzuschüchtern. Doch die groß angelegten Militärmanöver stoßen nicht überall bei unseren osteuropäischen Nachbarn auf Gegenliebe. In Tschechien sorgte eine bewaffnete Propagandatour der Amerikaner bereits für große Unruhe. Es handelt sich um den größten amerikanischen Marsch seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Ein Beitrag von Norbert Fleischer. 118 gepanzerte Militärfahrzeuge, 518 Soldaten und eine 1800 Kilometer lange Kriegspropagandaparade. Den 5 östlichen NATO-Ländern wurde in diesen Tagen ein wirklich ganz großes Kino geboten. Statt wie sonst auf Güterzügen kehrten die Panzer des 2. US-Kavallerieregiments nach ihrem Manöver von Estland aus auf der Straße zurück zu ihrem deutschen Stützpunkt in der bayerischen Oberpfalz. Der Name der Militäraktion: Operation Drachenritt. Selbst die Hofberichterstatter der USA rieben sich verwundert die Augen. Bei der medialen Bekanntmachung ihrer NATO-Werbetour feuern jedoch die Amerikaner selbst aus allen Rohren. Die US-Armee veröffentlichte teilweise täglich ihre eigenen Videoberichte bei YouTube. Die 16. Versorgungsbrigade zum Beispiel schnitt von unterwegs diese Aufnahmen zusammen. Viele Leute kamen raus, um uns vorbeifahren zu sehen. Sie sind freundlich. Und wir lassen sie auch mal bei uns einsteigen. Das ist fast so, als ob wir aus dem Irak oder Afghanistan nach Hause kommen. Alle Leute begrüßen uns mit Applaus, wenn wir vom Flughafen zu unserer Heimatbasis fahren. Leute mit Schildern und so weiter. Ich habe so etwas noch nie erlebt. Unvergessliche Momente für groß und klein. Auf Befehl von oben fuhren die Amerikaner mit ihren Stryker-Radpanzern hier vor einer lettischen Grundschule vor. Die Schulhofrangeleien fielen an diesem Tag aus. Bewaffnete Amerikaner zeigten den Kindern stattdessen, mit welchen Mitteln die Erwachsenen ihre Streits austragen. Tödliches Kriegsgerät wurde den Schülern als harmloses Spielzeug zum Anfassen präsentiert. Wie beabsichtigt waren dabei natürlich alle bestens gelaunt. Leider ist das Wetter nicht so toll, wie wir uns das gedacht hatten.
Nicht sehr warm hier, aber die Leute haben uns herzlich begrüßt. Wer es schaffte, auf den Panzer zu klettern, wurde belohnt. Selbst die kleinsten Schüler durften hier ran an die großen Kanonen. Aber schön, immer einer nach dem anderen. Und weil man in den Soldaten offenbar ganz tolle Vorbilder sah, veröffentlichte die US-Botschaft in Riga diese Aufnahmen auf ihrem YouTube-Kanal. In Tschechien dagegen wurde die weltgrößte Streitmacht nicht überall mit Brot und Salz herzlich begrüßt. In Prag protestierten am Wochenende knapp 1000 Demonstranten gegen den Konvoi. Das Motto: Panzer? Nein, danke. Well, for me this is another situation that is very clear that we should be screaming. Da gehen alle Alarmglocken in mir an, wenn ich das sehe. Wir wollen unsere Kinder doch eigentlich zum Frieden und zur Gewaltlosigkeit erziehen. Für mich ist das Kriegspropaganda, die international geächtet wird. Ich nehme das wirklich sehr ernst. Ein Aufschrei müsste eigentlich durch Europa gehen, weil wir das nicht wollen. Kinder mit Waffen herumhantieren zu lassen, mit denen man nur Monate zuvor Menschen getötet hat. In Afghanistan, im Irak, in Libyen. Kindern zu zeigen, dass sie sich dafür interessieren sollen, das gehört für mich absolut verboten. In der Tat, mit Verboten sparte die tschechische Regierung wenig. Doch nicht etwa gegenüber den US-Soldaten, sondern gegen die eigene Bevölkerung. Den Tschechen waren vorsorglich drakonische Strafen für ungebührliches Verhalten angedroht worden. Wir wurden gewarnt, dass jemand, der etwas gegen diesen Drachenrittkonvoi unternimmt, ernste Probleme kriegen würde. Sie versetzten das Volk in Angst, damit es nicht dagegen demonstriert. Das ist ein ernsthaftes Problem bei uns in Tschechien, das wir uns nicht bieten lassen wollen. Die Meinungsfreiheit ist schließlich die wichtigste Errungenschaft, die wir nach der Wende 89 erhalten haben. Für das Bewerfen des US-Konvois mit Eiern oder Tomaten konnte man bis zu 2 Jahre in den Knast wandern. Bei Handgemengen wurden bis zu 3 Jahre Haft fällig. Und wer dabei einen anderen verletzte, durfte sich auf bis zu 10 Jahre hinter Gittern gefasst machen. Tschechien hat eigene Erfahrungen mit fremden Armeen aus großen Ländern gemacht, die alle mit dem Versprechen kamen, uns zu schützen. Es kam immer dasselbe heraus. Wir müssen nicht von Fremden beschützt werden. Die Tschechen sind ein friedliches Volk. Wir wollen Frieden. 1939 besetzten die Nazis das Land und verleibten es dem Deutschen Reich ein. 1968 schlugen sowjetische Panzer den Prager Frühling blutig nieder. Es gab mehr als 100 Tote und 500 Verletzte. Die Aktivisten sehen in den amerikanischen Panzern Vorboten eines neuen Kriegs. Säbelrasseln gegen Russland. Bei all den Spannungen in der Ukraine und denen zwischen den USA und Russland wollen wir nicht in einen Konflikt hineingezogen werden. Ich habe selbst 1 Jahr bei den US Marines gedient und kann die Leute vollkommen verstehen, die gegen Einsätze unserer Armee in ihrem Land sind. Ich finde, dass die USA ihre Aktivitäten in fremden Ländern unbedingt zurückfahren müssen. Wir geben viel zu viel Geld für unseren militärisch-industriellen Komplex aus, während sich unsere Regierung ein 17 Billionen Dollar Defizit leistet. Sollte der Steuerzahler wirklich weiterhin dafür bluten? Ich glaube nicht. Jeder, der sich unabhängige Nachrichten ansieht und sich dafür interessiert, weiß, dass die USA nicht den Frieden haben wollen, sondern die USA wollen Krieg. Und das sieht man an Libyen, Syrien, Afghanistan und Vietnam. Die wollen keinen Frieden, die wollen Krieg. Ich begreife nicht, warum die Leute das nicht verstehen. Das Volk der Europäischen Union soll endlich mal aufwachen. Leute, wacht auf! Auch in den kommenden Monaten dürfte die tschechische Volksseele kaum zur Ruhe kommen. Ab dem 22. Juni will die NATO ein Großmanöver in dem Land durchführen, an dem außer den USA und Tschechien auch Litauen, Ungarn und die Slowakei beteiligt sein sollen. Der angenommene Kriegsgegner dabei, wer sonst sollte es auch sein, ist wieder einmal Russland.